So, im Gegensatz zu dem, was ich vorhin in zwei Teilen angekündigt habe für meinen Vortrag, möchte ich jetzt noch einen dritten Teil, der sich ergeben hat im Laufe des Vortrages, auf diese koppische Karte von rund 1900 eingehen und den besonders oder diese Karte besonders hervorheben, weil die viele Einzigartigkeiten besitzt. Von der Entstehung, von dem abgebrochenen Herstellungsprozess, von dem jetzt wieder möglichen Druck und der Möglichkeit für jedermann, diese Karten im Buchhandel und bei entsprechenden Stellen zu erwerben. Deshalb jetzt ein dritter Teil, die Koppe-Karte von Professor Koppe, hier die in Wolfenbüttel vorrätig ist. Im Maßstab 1 zu 10.000, das will ich mal zu Beginn deutlich sagen, da jubeln alle Kartografen, weil eine Karte 1 zu 10.000 darstellt, dass man relativ ausgiebig und detailgetreu selbst Anbauten von Häusern darstellen kann, was natürlich in solchen Karten überhaupt nicht denkbar wäre. In der 1 zu 10.000er Karte kann das gelingen. Natürlich muss man sich vorstellen, wenn man so viel Detailreichtum schafft, kostet das Zeit und Geld in der Herstellung. Und das war das Schicksal auch dieser Karte. Dieser Professor Koppe hat mit diesem Kartenwerk begonnen und hat von allen Karten, die geplant waren von dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel, nur 17 oder dergleichen geschafft. Aber die Karten um Wolfenbüttel herum, da hat er angefangen, sind fertig geworden. Das ist ein Glücksfall für Wolfenbüttel, deshalb können wir die Ihnen zeigen. Und wir haben die inzwischen auch alle zum Nachdruck von der Landesvermessung in Hannover bekommen, sodass der Bürger, der interessiert ist an diesen Karten, die sogar erwerben kann, heute auf Papier, Hochglanzpapier, einfachen Papier, für ganz kleines Geld im Buchhandel. Diese Karte von dem Professor Koppe will ich ganz kurz erläutern. Er war Professor in Braunschweig an der Technischen Universität, wo ich dann auch habe studieren dürfen, die Vermessungskunde. Und er war derjenige, der die Ingenieurleistung schlechthin in Europa vollbracht hatte. Er hat den Gotthardtunnel vermessungstechnisch gestaltet und zum Durchbruch, ja, zum Treffen der beiden Tunnelröhren, die ja von rechts und links oder von Norden und Süden begonnen wurden, geschafft, dass sie sich auf wenige Zentimeter trafen. Und das mit mehreren Serpentinen in diesem Berg und über zig Kilometer, das war eine Ingenieurleistung, die ihn ja katapultierte nach ganz vorne. Und deshalb ist er auch Professor in Braunschweig geworden. Dort hat er, weil er aus der Schweiz die Sache kannte, empfohlen, also Freunde, die Karten, die ihr habt, die sind alle ganz gut, aber noch längst nicht ausreichend, was die Industrialisierung von uns erwarten wird oder verlangen wird. Und deshalb schlage ich vor, wir machen eine Karte im Maßstab 1 zu 10.000. Das schwebte ihm vor. Und er hat angefangen in Wolfenbüttel in dem Bereich und im Harz, Bad Harzburg, weil dort die dritte Dimension also als kompliziert galt. Und da wollte man abschätzen, wie viel Arbeit dort notwendig sein würde für solche bewegten Gelände, dreidimensional gestalteten Gelände. Es ist begonnen worden um 1900, nachdem er der Regierung vorgerechnet hat, dass, wie viel das kosten würde und dass man ja eine gute Tat vollbrächte, wenn man es schaffen könnte, das ganze Herzogtum mit dieser Karte zu belegen. Die Zeit ist ins Land gegangen, weil es unheimlich mühsam war. Zum Beispiel ist die dritte Dimension in Form von Höhenlinien, Punkte gleicher Höhenlage, sind gefunden und gesucht worden und dann als Linien in das Kartenblatt eingezeichnet worden. Das hat die Sache unheimlich verteuert, ja, und auch so in Zeitlupe ablaufen lassen. Und deshalb ist letztlich 1907, glaube ich, war es dann, die Regierung zu dem Entschluss gekommen, wir stellen die Arbeiten ein. Es kam noch hinzu, dass die Preußen mit ihren Messtischblättern förmlich, weil die auch in Braunschweiger Land tätig sein durften, nach Regierungsabkommen, dass die quasi die koppische Karte überholt haben. Schade drum, dass dieses Kartenwerk nicht fertig geworden ist. Verständnis zeigen wir aber, weil es so teuer geworden ist, dass das nicht bis zum Ende gereicht hat, das Geld. Aber stolz sind wir in Wolfenbüttel und deshalb der Weg in diese Ausstellung. Diese Karte ist von Wolfenbüttel vorhanden. 8 Stück nebeneinander, wie Kacheln im Badezimmer, sind die ja im Schnitt, im Blattschnitt immer so aneinander gekachelt. Und diese 8 Karten gibt es im Buchhandel zu kaufen. 2 Dinge will ich hervorheben. Wir, die Hannoveraner,
Herr Spier in der Landesvermessung, Herr Arnold und ich, die auch ein Erläuterungsheft dazu geschrieben haben, zu diesem Kartenwerk, die waren der Meinung, wir machen in Wolfenbüttel eine Karte, die größer ist als das echte Blatt Wolfenbüttel. Und zwar so groß, dass alle Ortsteile, sprich Salzdahlum, Fümmelse, Linden und dergleichen, auch mit drauf sind. Und das zum gleichen Preis wie das Blatt Wolfenbüttel heute im Handel ist natürlich der Glücksgriff. Ein tolles Weihnachtsgeschenk, würde ich auch sagen. Oder rund ums Jahr gut an den Mann zu bringen, wer Spaß und Freude hat an alten Karten. Und diese letzte Geschichte will ich dazu zum Besten geben. Dieses Kartenwerk ist nicht fertig geworden. Das bedeutet für fast jedes Archiv, naja, das legt man irgendwo in die Ecke. Denn das ist ja nicht perfekt und nicht ganz zum Ende gekommen. Und das war auch das Schicksal über Jahre, über Jahrzehnte dieses Kartenwerkes. In Hannover lag es in der Ecke. Sie wissen, Braunschweig, Hannover, ist ohnehin manchmal ein bisschen spannungsgeladen, das Verhältnis. Auf jeden Fall hat mein Kollege, Herr Heinfried Spier, diese Karten jetzt entdeckt oder wiederentdeckt und gesagt, was passiert eigentlich mit diesen Karten hier? Das sind nur ein paar, das Kartenwerk ist nicht fertig geworden. Aber in Wolfenbüttel würde man sich doch wahrscheinlich dafür interessieren. Aber das Blatt Wolfenbüttel als Kernstück war nicht da. Tja, das machte natürlich diese Idee, das wieder aufleben zu lassen oder wieder zu drucken, etwas kleiner. Aber dann kam der Zufall ins Spiel, wie ab und zu in solchen Dingen, auch in der Kartografie. Herr Beider-Wieden als Chef hier unseres Landesarchivs in Wolfenbüttel hörte davon, dass dieses Kartenwerk wieder im Gespräch ist und sagte, da habe ich ein Blatt, nur eins von allen, das Blatt Wolfenbüttel, hier in meinem Archiv. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Blätter sind. Da sagten die Hannoveraner, ja, die anderen sind alle bei uns. Und schon fanden diese Blätter zusammen und in dem Augenblick war uns Beteiligten klar, das muss wieder aufgelegt werden. Und deshalb ist das jetzt im digitalen Wege wieder zusammengeführt worden und heute als Nachdruck für 10 und 25 Euro ein Kartenblatt. Auch dieses gesamte Wolfenbüttel und Umgebung haben wir es genannt. Einfach zu erwerben und sicherlich in allen Räumen zu Hause oder im Büro gut aufzuhängen. Ein Stück Kartografie Wolfenbüttels. Die neuesten Stadtpläne habe ich nicht dazu genommen, die kennen wir fast alle, auch vom Navi her. Gestern habe ich in meiner Fachzeitschrift gelesen, die ich natürlich als Pensionär gerne immer noch durchblättere. Es wird in Deutschland gerade kartografisch an dem Zwilling Deutschland gearbeitet. Deutschland digital als Zwilling. Das heißt, man macht ein Modell über Satelliten oder Drohnen aufgenommen. Alle 3 Jahre überfliegt man die ganze Bundesrepublik und macht ein dreidimensionales Modell daraus, was auf 30 cm genau jeden Erdoberflächenpunkt wiedergibt. Das ist natürlich etwas ganz anderes als hier die ersten Karten, wo unser Herzog Julius dem Kartografen Maskopp den Auftrag gegeben hat, er möge überhaupt erstmal anfangen zu zeigen und darzustellen, wie weit sein Herrschaftsbereich reicht. Und da ist er bis zum Elm und bis nach Helmstedt gefahren und hat dort noch nicht vermessen. Er hat Amtsleute gefragt, Gewährsleute, hat gesagt, wie lange braucht man, wenn man von Halchter nach Linden geht oder von Großvalberg nach Schöppenstedt. Und aus diesen Angaben hat er dann Entfernung gemacht. Sie merken schon, das war recht grob, aber so fing es halt an. Oder, wenn es etwas genauer sein sollte, hat man Wagen genommen, wo die Räder genau präzise vermessen waren und eine Radumdrehung war dann 1,63 Meter oder so. Und das konnte man entsprechend zählen und entsprechend konnte man dann eine Aussage treffen. Das wäre hier zu den Karten zu sagen, ja, die angefangen haben als reine Verwaltungskarten, aber eine Orientierung versprachen. Und als allerletztes will ich vielleicht sagen, dass das persönliche Schicksal manch einer dieser Herrscher, die solche Aufträge an die Kartografen gegeben haben, mitspielt. Hier war es so, dass leider, das wissen Sie vermutlich, unser Herzog Julius körperbehindert war. Soll vom Wickeltisch gefallen sein, die Amme habe Schuld gehabt. Auf jeden Fall war mindestens ein Bein verkrüppelt und er konnte sich nicht so gut bewegen wie andere Herrscher oder wie andere Menschen. Das führte dazu, dass er sich hat aufs Pferd setzen müssen oder in der Sänfte häufiger tragen lassen müssen als andere. Und da hat er den Wunsch gehabt, wenn ich schon nicht überall so einfach hin kann in meinen Herrschaftsbereich, dann will ich das wenigstens in einer Karte sehen, vor mir haben. Und daraufhin ist diese Karte
um 1574 von dem Herrn Gottfried Maskopp entstanden. Vielleicht das edelste Stück, was wir haben. Es sind ja weit über 400 Jahre. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe den Fanclub ein wenig vergrößern können für historische Karten in Wolfenbüttel. Ich danke.